Nur wer probiert, kann es wissen. Warum habt ihr so viele? Man kann hier noch haben. Hab ich doch gesagt. Gut, ich gehe mal davon aus, dass es denn doch kein Nasen-Elch ist. Es ist ein Monster-Zombie-Ding. Mit leuchtender Nase und Kadaverse. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in Kabin in der Warsock-Mod und danke für eure Kommentare. Ja, meine Falle kann nicht funktionieren, denn ich wurde darauf hingewiesen, dass ich überladen bin mit 30. Naja, gut, wer hätte es gedacht. Die Idee ist schon gut, aber eben halt, dass ich hier zwei Blöcke nehmen soll, sondern eh mal ihn mit ihnen und dann passt es mit den Nachbarn. Ja, ich habe gedacht, dass das nicht zu Probleme führen wird, tun können, sollen, müssen. Aber tut's doch. Naja, gut. Aber ist nicht so schlimm. Das ist ja alles korrigierbar, wa? Was nicht korrigierbar ist, ich habe nämlich keine Honig. Das heißt, ich muss mir Honig bauen. Also Dings hier. Honigstand. Das war der Stand der Dinger. Sag mal, habe ich denn hier noch Holz für dieses Unterfangen? Da HD markieren. Nägel brauche ich ja dazu nur. Oh. Ja gut, das musst du wahrscheinlich rinschmeißen, wa? Schleudern technischerweise. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Nur wer probiert, kann es wissen. Oder so. Aber was fehlt denn? Achso, nee, Holz habe ich doch. Holz habe ich? Nägel habe ich zu wenig. Na, das lässt sich korrigieren. Das lässt sich doch korrigieren. Das lässt sich nicht korrigieren. Ich habe keine Nägel. Das ist aber auch kein Problem. Ich hechtel mich mal kurz dahin. Schönen guten Tag. Ich lauf doch nicht. Hallo? So, naja, gut. Eisen ist ja noch drin. Muss ich bloß ein, zwei Holz absnacken. Snack, snack, snacke die Snack. Und drin. Und jetzt ein Nägel. Und dann haben wir das. Ja, gut. Für irgendwas wird es schon gut sein. Na, geht das schon auf den Sack? Was sollt ihr genügen, wa? Dann kriegen wir wenigstens die nächsten. Sag mal, eigentlich ist es ideal, wo ich die hinstelle, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das ist nur Behauptung, ne? Ich stelle sie mir ein und dann. Sorry. Wie gesagt, wenn ich eben angefangen habe, kann ich nicht aufhören. Ich frage mich gerade, ob ich da drüben die Blöcke abbauen kann. Obwohl, ich brauche eigentlich bloß rübergehen. Wurde mir ja auch geschrieben. Ich soll einfach bloß da rübergehen, die Scheiße drin klatschen, denn es ist gut. Also nicht wirklich wurde geschrieben, sondern es wurde gesagt, dass das ja nicht so kompliziert ist. Apropos kompliziert. Warte mal, das ist das? Warum habe ich denn so viele? Man kann hier noch haben. Hab ich doch gesagt. Naja, gut. Was sagt das Wetter draußen? Es ist finster. Und hier drüben können sie mir nicht auf den Sack. Gehen sie mal weg. So, ich stelle das einfach mal hier hin. Erstmal eins. Erstmal eins und dann werden wir sehen. Und wenn ich Glück habe, fällt mir auf, dass das scheiße groß ist. Na gut, was habe ich mir gedacht, ne? Ich probiere es einfach aus. So. Na, da brauche ich doch... Ach so. Da brauche ich ja schon so Honig. Ich habe gedacht, ich kann die Bienen da reinschmeißen und das ist gut.
Das habe ich gedacht. Das ist verkehrt. Du kannst dir das herstellen. Ach so. Da, so, hier, ha, oh. Nee, warte mal, so rum, ne? Nicht so wirklich. Entschuldigung, Bienen. Ihr seid so glitschig. Aber da kann ich doch ja nichts reinschmeißen. Und da kann ich auch nichts. Wie zum Teufel. Ach so, 7 Stück. Ach so. Bin gleich wieder zurück. Ein Honigmesser. Ne, falsche Richtung. Ein Honigmesser. Was brauche ich denn da? Achso, Nägel habe ich ja. Holz fehlt mir. Das lässt sich doch korrigieren. Ich muss so oder so noch Holz holen. Gibt ja nichts Wichtigeres zu tun, ne? Also warum denn nicht? Wie gesagt, ich musste ja nur diesen Stein und zwar gleich mit ich nehmen, den quasi. Nicht die, weil ich habe die mal doppelt, also nebeneinander liegt und das verkraften sie wohl nicht. Ist zu viel Freiheit für die, wo der nämlich so im Dicken war. Der dicke ist doch viel besser. Ist nur die Frage, ist der jetzt mittig gewesen oder ist der randig? Ey, bist du randig oder ranzig? Das werden wir rausfinden. Halt. Warten Sie ab. Nehmen Sie das Messer. Muss ich das jetzt bei jedem Ding hin? Also pro? Quid pro quo? Weiß ich nicht. Warten Sie mal. Ja doch. Ja, ich brauche pro Bienenstock so ein Ding. Tatsache. Jetzt presst er da raus den Honig oder was? Die armen Bienen. Wir dann haben mit den aber auch sparen können, wa? Ich weiß nicht. Wartet mal, ich breche das nochmal ab. Ja, ja, ich mach doch schon. Ich will noch nie gleich sterben. Also, noch nie so wirklich. Passt. So, wartet mal. Also, ich mache jetzt hier 2. Da mache ich erstmal ja nicht. Ich mache die erstmal so fertig. Soll er machen. Aber nächstes Mal kann ich die dann auch hinknallen. Dann habe ich hier 3 und dann kann ich das nach und nach machen. Schnauze! Ich versuche mich gerade zu retten. Da hast du nicht mitzureden. So, wie viele... Wie muss ich jetzt komplett... Obwohl, das sind ja bloß nur 30 Sekunden. Ich werde ja nicht gleich sofort sterben, oder? Nur weil das da rot angezeigt wird. Ich muss mir aber erstmal den Honig herstellen, wa? Und da brauche ich ja auch Zucker. Und den mache ich daraus. Das heißt, ich mache da die Hälfte so und dann die Hälfte so. Ist das korrekt? Siehst du, dann kann ich jetzt hier schon mal den Zucker machen. Wie jetzt. Kann ich nicht einfach den Honig lutschen? Das kann doch nicht wahr sein. Erst will er das eine, dann will er das andere. Mach die Funze an. Dann kann ich ja gleich alles bauen. Wahrscheinlich das Wichtigste, war. Das sollte ich auch tun. Och Mann, nun lass doch mal die Taste in Ruhe. Den Extraktor soll ich jetzt bauen. Da fehlt mir jetzt natürlich wieder ein Holz.
Ach, wie gesagt, Holzmusik so oder so. Er kann mir doch gleich das Ding auch noch bauen. Der wird doch eh sagen, dass ich das brauche. Du hast aber nie noch Holz. Na gut, ich hab das jetzt auch da alles. Achso, und zu der Frage, dass ich, ob ich mir das herstellen kann, da seht ihr ja. Aber ich glaube, das kam zu spät. Ich habe auch nichts, was ich jetzt so zerknüppern kann für Holz. Sieht zwar holzig aus, aber. Ne, ist es nicht. Was krieg ich jetzt da an Holz wieder? Hab ich gehofft, was die kriegt? Ich habe wahrscheinlich nur Steine gekriegt, wa? Ist ja nie so, als ob wir kein Holz hätten hier. Dann knüpper ich zwei Schränke weg und dann sind die gut. Hauptsache, ich bin gerettet. Alle im Not auf dem Boot. Ich mache jetzt Butter mit dem Kutter. Das ist nicht korrekt, aber ich fand es besser gerade in diesem Moment. Der Einsichtigkeit, in diesem Moment der Einsichtigkeit. Oder Zweisichtigkeit. Kann man so oder so sehen. Ich habe eine Idee. Ich kann nur quasi bei den einen Honig, bei den anderen Ditte und bei den anderen Ditte. Das macht doch Sinn, oder? Also in diesem Moment macht das gerade für mich sehr, sehr viel Sinn. Warten Sie mal ganz kurz. Dann kann er nämlich schon mal den Honigzucker herstellen. Hass. So, du kriegst jetzt die Zentrifuge. Das ist nämlich eigentlich eine Zentrifuge. Und machst daraus den Jutenzucker. Jawohl. Ich gehe mal davon aus, dass ich das andere Ding brauche. Alter, diese Wegfindung von mir, die ist voll im Arsch. Dass ich jetzt das andere Ding brauche, um das zu vermischen, dass ich Honig habe. Und dann bin ich gerettet. Wahrscheinlich ist es bloß eine Gesichtscreme und das hat damit mit dem Honig ja nichts zu tun. Also. Ich habe noch keine Munition für die Horde. Jedenfalls nicht so viele, wie ich brauche, wie Baller. Ich muss den Weg noch erneuern. Und der Weg muss noch aufgewertet werden. Nicht, dass sie den gleich kaputt machen. Weil, wie gesagt, ich traue der ganzen Chose überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, was uns erwartet. Schönen Tag. Nur mal so nebenbei. Hallo. Achso. Jetzt wollte ich das looten. Find den Fehler. Ab schon. Na, noch ein Stück. Also allzu viel Holz kriegst du davon nicht. Da hat ich schon lange draußen einen Baum weggeknattert. Das Ding ist ein Witz. Das ist auch ein Witz. Ach, diese Witze. Ich glaube, da raschelt jemand. Das habe ich am Rascheln gehört. Weg jetzt an Holz. 16, ja. Mir fehlen noch 4 Holz. Kann der jetzt mal aufhören? Lass doch mal den Busch in Ruhe. Du machst ihn ganz wuschig. Wuschig. Sie sind halt ihm die Jagd, kein Holz hier geben. Was ist denn ditte? Was soll denn ditte? Eine Unterschlagung oder was? Da musst du jetzt durch. So, da hammert. Hammert oder hammert? Nein, nicht. Ach Mensch, du brauchst es nicht markieren. Du sollst es nur herstellen, du. Continuous. Das kann ich. Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, das, warum kann ich mir das auf der Werkbank herstellen? Soll ich das hier abhobeln oder was? Mach hinne! Ich spüre schon den Tod im Nacken. Hallo, hallo, hallo. Ich bin der Tod. Schneller, schneller. Urigella. Keine Ahnung. So,
wollte einfach raus. So habe ich jetzt das Ding hingeschmissen. Ach da. So. Give me. Mach mal. Siehst du, hab ich doch gesagt. Ich hab's gewusst. Wieso ist denn da ein Bär drauf? Das hab ich aus Bienen gemacht. Nicht aus Bären. Ich weiß, dass Bären Honig fressen, aber ein Bär hab ich da nie drin. Das ist Diskriminierung der Bienen. Und ich will ja nicht wissen, wie er daraus Honig gemacht hat. Ausgepresst. Hat er die wie Weintrauben gemacht hier, so wenn der Wein machen muss. Sorry. So, benutzen. Ja. Wir sind gerettet. Was hab ich gesagt? Ich hab alles unter Kontrolle. Außer die Nacht nicht. Die ist sehr, sehr lang. Das kann ich bis... Moment mal, muss ich da so machen. Das kann ich warten, bis die Nacht vorbei ist. Oder gehen das Wagnis ein und gehen jetzt einfach raus. Mit Licht aus, wollte ich gerade sagen. Seht ihr irgendwas, wenn ich das so mache? Ist schon dunkel, wa? Ich hab da schon mal gesehen, irgendwas Großes. Und da ist auch nochmal so ein Dude. Was ist denn da los? Was ist denn das für einer? Ich sehe, der hat Spaß. Es ist eine Spinne. Die Spinne. Der will bestimmt den Bären ans Leder. Da ist ein Geist oder was der da ist? Da ist ein Soldat. Eine riesenfette Spinne. Die Spinne wohl. Und der macht natürlich jetzt so... Ach, ich nehme jetzt auch genau die Keule. Mit Feuer. Feuer mit Feuer bekämpfen, wa? Ja, meine schöne Munition macht zum Abschluss Winke, Winke, würde ich... Moment mal. Kommen Sie mal bitte davor. Treff den so nicht. Ob ich den. Ich weiß. Ach, wisst ihr was? Ich versuche es einfach. Keine Ausdauer. Ich hätte es nicht versuchen sollen. Es ist keiner da. Es ist niemand passiert. Hier ist niemand. Die Schüsse waren bloß. Eine optische Täuschung. Die Spinne ist schon mal da, wo sie nicht sein sollte. Ich geh mal aus, davon aus. Ich bin jetzt weit genug entfernt, um wenig Lärm zu machen, ne? Ich versuche da einfach. Geh in die Knie. Und versuche ein bisschen Holz zu snacken. Dann werde ich da hinten das kappen und neu setzen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich spüre, dass es eine gute Idee ist. Ihr sagt, alles kann, nicht muss. Aber ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Also muss ich erstmal hier durch. Und dann ist ja, wie gesagt, Nacht und dann kann ich einen kleinen Test machen, kann die anballern. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich keine Munition finden werde, wa? Die ich gebräuchen könnte. Die ist immer noch da. Sie ist immer noch da. Immer noch da. Immer noch da. Immer noch da. Ey, dann hätte ich das ja hier lassen können, wa? Schnauze! Du machst mir überhaupt keine Angst. Ha!
Du kommst hier nicht hoch. Denn ich habe nämlich diesen Fehler bewusst gemacht. Ich hoffe, dass sie nie hier hochkommt. Ja, gut. Ja, ist doch ja. Ich meinte es doch gut. Zisch mich nicht an. Was bildest du dich ein? Was bildest du dir ein? Ja, psch, psch. Warte mal, du kriegst gleich Holz auf den Kopf. Das sag ich dir. Oh oh. Ich glaube, die macht das schneller kaputt, als ich hier abreißen kann. Und dann lassen sie das bitte. Ging ja schnell tot. Die war mal richtig schnell kaputt. Oh oh. Lecker Leiche. Hey, warten Sie mal. Alter, geil. So ist er schön abgelenkt. Aua, doch nicht so doll, wie ich gedacht habe. Der ist tot oder ist der jetzt nicht tot? Er hat mich angekotzt, die Sau. Och nö. Er ist noch nicht tot. Ich glaube, der ist jetzt tot, wa? Ich hab ein Level gemacht. Durch die Pennase. Es war die gute Munition. Natürlich. Und warum habe ich so wenig? Habe ich die ausgepackt? Muss ich ja wohl. Irgendjemand muss es ja gemacht haben. Da unten sieht schon ganz schön kaputt aus, wa? Ich weiß nicht. Ich mach mal 15 Blöcke. Dann muss ich das da unten erstmal zumachen und reparieren. Hallo, Spinne. Es hat so ja noch jeden Fleisch hier. So, was hat er denn? Ah, da hat er schon einen Block rausgekloppt. Ich hab's mir gedacht. Diese kleinen Fiesen. Achso, ich sage euch. Na gut, wir müssen auf jeden Fall die Kacke aufwerten. So, also. Nee, das war falsch. Wenn ich das jetzt irgendeiner auf den Trichter kommen tut. Ach, jetzt können wir angreifen. Der Penner ist wehrlos. Nee, da muss ich. So. Genau. So. Ich nehme jetzt den breiten und ziehe den jetzt einzeln durch. Dann habe ich einen Steg. Steg. Und der müsste eigentlich reichen. Vielleicht, wenn ich den dann irgendwann mal... Achso, da sind die... Ich hab sie gefunden. Alle gut. Wenn ich die irgendwann mal so getrennt machen würde, so zwei Gänge, ich weiß jetzt nicht, warum ich das machen sollte, aber die Möglichkeit besteht ja, dann kann ich das Ding ja wieder abreißen. Da müsste ich ja eigentlich die Schrägen wieder ransetzen können, ne? Die ganz kleinen. Wo waren die denn? Die hatten wir ja gehabt. Hier so eine ganz Lütten waren das. Die waren so lütt gewesen. Mann, die waren lütt. Das sage ich euch. Die waren das nicht. Da, ich glaube so. Da sind sie doch. Die kann ich da jetzt wieder ransetzen. Moment mal, ich kann doch wieder Licht anmachen. Ich bin auch schon lange wieder hier oben. So, warten Sie mal. Ist es besser, wenn ich die jetzt hier ransetze oder da? Da eigentlich, ne? Dann kommen sie nämlich nie rein. Weil rein theoretisch sollte das jetzt einen ganzen Block einnehmen. Theoretisch. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Deswegen auch theoretisch. Jetzt muss ich irgendwie mal kurz anballern. Da zum Blechstift.
Gut, jetzt ist die Alte auch noch da. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Eine von Bienen wird die winnen. Ich erkenne die nicht. Die ist einfach nicht zu erkennen. Das ist ja mal wieder typisch. Da brauchst du mal einen zehn Zombie. Könnt ihr den Leuchten in den Hinten anballern? Ja, gut. Der jetzt auch nicht mehr zu sehen ist. Oh, du grausame Welt. Warte mal, kann ich nicht hier? Oder da ihn erkennen? Weder noch. Naja. Ich hab's ja wenigstens versucht. Kann doch nicht sein, dass hier ja kein Zombie ist. Macht man. Ihr alten Spielverderber hier. Da ist das einer? Okay, Moment. Ich weiß es nicht. Nee, das ist ein Stein, ne? Ich glaube, das ist ein Stein. Nasenelch. Und einer mit einer Funzel. Was ist denn das da? Da, seht ihr das? Das muss ich mir näher ankicken. Das ist Rudi! Gut, ich gehe mal davon aus, dass es dann doch kein Nasenelch ist. Ich habe gedacht, das ist Nasenelch. Ja, das ist doch Rudi. Ein sehr merkwürdiger Rudi. Ich mach mal kurz die Funze aus. Eine sehr missliche Lage. Und da sind immer gleich gut, noch mehr rumzuballern. Na gut, dass ich wieder vorbereitet bin. Scheiße, 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 scheiße. Immer schön an mir vorbei. Ich mach mal ihn auf Tai Chi. Ich jetzt die Bandage nehme. Das ist auch okay. Mann, ich wollte auch Rudi bloß sehen. Nee, bleib mal schön da hinten. Ich bin nämlich gerade nicht so gelenkig, wisst ihr? Ich habe noch vor 5 Sekunden Zombies gesucht. Hey, ich hab Zombies. Ups. Ey, das ist eine Stufe. Ich wollte mir nur Rudi anschauen. Mensch, Rudi. Du alter Rüssel. Gut, ich habe aber noch ein paar Gips da. Obwohl, den kann ich mir doch jetzt ja nie angehen. Der sieht komplett anders aus. Das ist kein normaler, ist der. Das ist ein Monster. Und außerdem hat Rudi eine rote Nase. Und keine leuchtende. Das ist fake. Fragt mich jetzt, wer da eine Lampe an ihr geklebt hat. Die Sadisten. So, warte mal, ich muss mal hier kurz ran. Da ist er. Das Wunder der Schienung. So, gut. 25 Minuten. Das krieg auch hin. Jetzt müssen wir die bloß nach hinten locken. Ich will den. Ich will den. Frage ist, ob der wirklich. Da, ich habe ja versucht. Doch, jetzt habe ich ihn angeschossen. Und der kommt hoch. Rennt er jetzt weg, oder? Du musst jetzt warten.
So, Rudi ist da nicht mehr. Rudi hat das sinkende Boot verlassen. Ich werde dieses Jahr keine Geschenke kriegen. Oder er ist jetzt unten drin und versucht jetzt hochzukommen. Ich hau dir ihn runter. Ich werde dich schon kriegen, du. Du Hannes, du. Ey, die Nacht ist bald da. Die Nacht ist bald da. Na, schön ausgeschlafen? Oder ist einer? Kommen Sie, mein erster Kunde. Tatsache da. Jetzt bin ich mal gespannt. Er kommt? Er kommt? Er kommt immer noch? It hat funktioniert. Mit Rudi macht mich krank. Aber der ist gut, dass der da ist. Ja, komm noch weiter. Das war echt gut. Aber es funktioniert. Danke für euren Tipp. Ich bin zwar am Arsch, weil ich keine Ausdauer und so. Moment mal, ich hab doch noch nie hier. Warten Sie. Rudi ist immer noch da. Ey, keine Ahnung, was das ist. Ich würde gerne mal kicken, was das für ihn ist. Aber der sieht nie gesund aus. Guck mal, was der halt so. Der hat doch hier. Der ist so krank, ist der. So, jetzt müsste der ja. Genau. Kommen Sie mal hier hoch. Ich will Sie mal näher sehen. Es ist ein Monster-Zombie-Ding. Mit leuchtender Nase und Kadaverse. Der hält aber viel aus. Oh oh. Der hat eine Axt. Und er hat Loot. Danke. Nix hier, Fake. Rudise. Aber holen tut mir trotzdem. Entschuldigung, Rudi. Ich habe gedacht, ich kann auf dich landen. Also Fake Rudi. Entschuldigung. Nee, looten kann ich die nicht. Leder verjammertes Fleisch. Der Fake Rudi. Naja, ich habe da quasi die Ordnung hergestellt. So wie es sein soll. Aber ich muss erstmal denn. Alter, ich brauche. Oh. Ich brauche Steine und so. Das muss alt aufgewertet werden, weil das machen die zu schnell kaputt. Habt ihr gesehen, ne? Das heißt, wir müssen buddeln und aufwerten. Wenn möglich. Jetzt ist es gerade nicht möglich. Oh, hier sind ja noch. Wir werden es schon schaffen. Ich brauche ja bloß ein paar Bäume. Ein paar Bäume und dann ist es ja auch wieder. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe zwar denn immer noch keine Munition. Ich muss erstmal nachher gucken, ob ich die Munition drin gepackt habe. Die muss ja irgendwo sein. Munition kann doch nicht einfach so verschwinden. Gut, bei mir schon. So, das haben wir schon mal. Oh, oh, ich brauche den nächsten Schuss Honig. Hab's geschafft. Oh, Alter, wenn ich mir überlege, wie schnell das kaputt ging bei Mr. Rudi.
dann habe ich schon ein bisschen Angst. Also, das muss auf jeden Fall korrigiert werden. Aber die sind schon mal nicht reingekommen. Das ist genauso, wie ich das geplant habe. Kein Holz, nix, Alter. Ich hab auch ja nichts hab hier. Haha. Ich hab doch gesagt, bei denen stimmt irgendwas nicht. Rudi, rote Nase und so. Das erkenne ich doch vom Weiten. Also, ich kann doch noch Weihnachtsgeschenke einsahen. Ja. Schön. Schön, schön. Ah, nee, falsch. Nee, ist doch richtig. Ich muss da lang erstmal. Ich brauche erstmal Honig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis die Nacht vorbei ist. Um den Scheiß zusammenzukriegen, den ich brauche. Der nächste Honig. Oh, hier ist ja auch noch Honig. Warten Sie mal ganz kurz, dann stellen wir nochmal Zucker her. Also, demnächst schön Bienenmatschen machen. Smash Biene. So ungefähr. Alter, die Lampe liegt mir schon die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe. Die muss weg. Warum die hier im Flur schweben tut? Keine Ahnung. So. Spätermatt. Oh, ist ja bald soweit. So, Munition. Die kann ja nie, wie gesagt, die kann doch nie weg sein. Und ich habe zwar viele rumgeballert und so, aber wir hatten doch über 100 Novat. Das kann die alle weg sein. Oh. Rein theoretisch doch schon. Ich hab den Bunker vergessen, wo wir letztes Mal waren. Das hat ja auch ein, zwei Medizinchen gekostet. Upsi. Also muss ich hier auf zwei Fronten tanzen. Warten Sie mal. Pistolenmunition wäre schon cool, wa? Aber Knattermunition ist besser, weil ich die nämlich auch reparieren kann. Und zwar alle Bäder. Dann haben wir nämlich zwei. Das Problem ist, die Munition ist nicht so günstig. Das ist die andere Munition. Warten Sie mal. Hier ist ja auch noch ein bisschen was, ne? Ich muss ja alles benutzt werden, ne? Habe ich hier noch irgendwas? Ja, ja, für harte Fälle oder was? Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie das alles enden wird. Puh. Naja, gut. Wenn ich nämlich jetzt Polen hier, was ich ja unbedingt machen muss, dann sollte ich doch keine Ahnung, wie ich das dran kriege. Genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich kann ja noch nicht mal die reparieren. Doch, kann ich doch. Gut, dann habe ich die schon mal repariert. Versuche ich jetzt so unterirdisch? Mein Glück? Weiß ich nicht. Schwere Entscheidung, weil wie gesagt, ich brauche Munition, das muss aufgewertet werden. B, das muss gemacht werden. Und ich bin schon wieder verkehrt. B, das muss gemacht werden, und zwar jetzt sofort. Und zeittechnischerweise? Weiß nicht. Ja, weiß es nicht. Und vor allen Dingen darf er hier vorne wegbuddeln. Das hat auch schon mal besser geklappt. langsam laufen, wa? Es sind nur 8 Sekunden, da können sie noch rennen und ich habe Munition 0. Und jetzt habe ich so ja Knüppel 0. Kuckuck. Jetzt fehlt bloß noch so ein Riesenvieh, was zum Baum zur Seite knicken tut. Hallo. Können wir mit dem mal kurz reden?
Also versuchen wir. Ich brauche ja auch erstmal Holz ein bisschen. Schrauben werde ich jetzt nicht. Und Dreck brauche ich. Und Steine. Aber Steine ist nicht das Problem, das kriegen wir hier. Schon eh zwei Stück. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich die ganze Munition in 762 investieren, weil, wie gesagt, habe ich zwei Kniften und kann ich mir Piepen schneller reparieren. Das sollte nicht das Problem sein. So, wie lange noch? Oh, Alter, 16 Minuten noch. Bis meine Knöchel wieder ingerenkt sind. Na gut, jetzt muss er aber durch. So. Ausdauer ist Ausschmauer. Ich bin schon wieder überladen. Wie kommt denn das da? Warten Sie mal. Ich habe für diesen Scheiß keine Zeit. Ich werde jetzt erstmal alles dorthin schmeißen. Und bei jedem Zeit muss ich mir das wiederholen. Ich hoffe, dass ich die jedem Zeit irgendwann mal finden werde. Das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt, das kann weg. Das weg. Ja, gut, ne? Hallo? Eigentlich sind die ja. Nee, das brauche ich noch. Die kann ich jetzt eh nicht benutzen. Weg. Weg, 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 weg. Immer noch. Weg. Inhalieren. Inhalieren. Immer noch zwei Plätze. Ein Platz meinte ich natürlich, ne? Wie sieht's nahrungsmäßig aus? Ach, wie ist was? Hier. In Bienen kannst du nie stehen und Glas kommt ja ewig. So. Nicht mehr überfüllt. So einfach ist das. Läuft doch. Für mich gerade erleichtert. Oh, wenn ich wüsste, dass ich Kohle hier unterirdisch finden würde. Auf der Schnelle. Ich hatte ja hier schon nachgeguckt. Da hinten war keine Kohle. Das hatten wir ja gesehen gehabt. Ich könnte jetzt hier noch lang gehen. Vielleicht ist da noch Kohle. Also uns ist ja alles noch frei, ne? Wenn wir Zeit hätten. Die ich ja natürlich nicht habe. So, dann kann ich ja schon mal anfangen, ne? Oh. Achso, ich Idiot. Keine Ahnung. Also, irgendwie kommt mir die 4-4 zu langsam vor. Was habe ich jetzt da drin? Ja, die Axt, die bringt mir ja nichts. Da kriegt doch eher Steine zusammengesammelt, wenn ich hier jeden Stein auf dem Boden zusammenrape. Von der Menge her. Ah, siehst du, zwei Stück. Innerhalb von noch nicht mal ein paar Sekunden. Komm, lasst uns nachschauen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wie gesagt. Vielleicht habe ich ja noch das Glück, das eine oder andere Nest zu finden. Wo man auch ein bisschen Munition noch hat. Achso, und ein paar Kisten habe ich ja auch noch. Das Nitrat, wie gesagt. Dann habe ich ja die ganzen Kisten. Vielleicht haben wir ja da noch das Glück, auf der Schnelle ein bisschen Munition noch abzusnacken. Immer noch genug hin. Ach, nee, stimmt ja, dann nimmt lieber sie Kunden. Ey, Kunde! Willst du mal einen Knüppel sehen? Eieiei. Ja, sie war gerade ein bisschen verwirrt, wa? Der ziemt sich nicht. Kennen Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Lätschchen. Entschuldigung. Ja, gegen den will ich jetzt nicht. Weil die Munition denn doch. Wird für ihn würde wahrscheinlich reichen, wollte ich gerade sagen.
Ich wollte doch bloß den Rand abfrühstücken. So, ich werde mal erstmal die nehmen. Geh mir aus dem Weg. Du halbe Portion. Hätte ich mal nie sagen sollen. Verwandtschaft oder so. Und ich krieg nichts geschenkt. Keine Geschenke. Sauerei. Ich sage euch. Stein. 11 Minuten Schmerz. Ich glaube, die kämpft mit den Bären. Das ist die nächste, Alter. Schade, dass die Alten noch angezeigt werden, weil die hatten wir nämlich schon die Loot. Da ist das nächste. Jawohl. Wie gesagt, vielleicht finden wir ja in denen noch ein bisschen Munition. Und noch anderen Stuff. Ja, ja, ist doch gut. Immer noch 10 Minuten, Karbin. Überspann den Bogen bloß nicht. Umso mehr Zeit hast du später. Ich brauche eigentlich immer nur... Ja, ist doch gut. Ein bisschen Munition, das würde ja schon vollkommen ausreichen. So, dass wir wenigstens über die Runde kommen. Also über die Horde, wisst ihr? Jo, jo, jo. Dazu eben halt noch ein bisschen gratis Nahrung. Was willst du mehr? Es sind nur 7 Schuss. Aber es sind 7 Schuss. Und Vitamine. Ich bin schon wieder überladen. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Bei der vorsichtig am Mann lege. Ach, das ist ein Kopf. Och nö, mit dem Kopf habe ich jetzt ja auch keine Lust. Der kann mich mal. Zum Glück lassen die nach einer Weile ab. Lass ab! Du Monster, du. Er ist ein Zombie, also ist er ein Monster. Naja, aber ich weiß nicht. Also munitionstechnischerweise vielleicht hatte ich jetzt bloß kein Glück. Und? Naja, gut. Das ist schon ein bisschen mehr. Jetzt 40, 50 Kisten mehr von sowas, denn ist die Horde so gut wie fertig. Falt zugehauen. Na gut, Vitamine, wie gesagt, kann ich gebrauchen. Nehme alle, was ich kriege. Was ich kriegen kann. Ich habe jetzt auch keine großartige Wahl. Antibiotika. So, und noch irgendwo was? Da. Da ist noch was. Schnicket für uns. Man kann ja eigentlich schon mal... Nee, ich sollte erstmal die Munition verbrauchen. Wenn die Horde ist, dann kann ich umsteigen. Hast du ein bisschen Munition für mich, Piepmatz? Nee, nur 8 Eier. Dir fehlen sie ja. So, Dreck. Da ist auch so einer, Denjona. Wo die da hinten könnte ein Feral sein. Edward mit den scherten Händen. Ja, doch. Schon wieder! Mann! Pass auf, wo du mit deinem Arsch landest. Das kann da hinten losgehen. Oh, ein bisschen Munition wieder. Ist alles, wie gesagt, später denn eine Frage. Wie lange die Horde ist. Ne? Das ist gut. Ein Kaffee ist immer gut. Naja, haben oder nicht, ne? Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, hierauf lässt sich doch aufbauen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Wir werden natürlich hier weitermachen. Bis zur Horde. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Tschüss, ich bin raus.